Jo, jetzt wollen wir uns zumindest mal in einem kleinen Ausflug beschäftigen mit verschiedenen Kabeln und zwar von Ender.io. Das wollte ich zwar in einer anderen Serie gemacht haben, aber ein Zuschauer meinte bei dem Painter: Hey, du hast da was vergessen. Und na gut, das können wir mal nachlegen. Also fangen wir mal einfach an. Wir nehmen mal hier so eine Fluid Conduit und ziehen den hier durch. Das heißt, da würden Flüssigkeiten durchfließen, egal von wo nach wo. Darum geht es ja jetzt hier erstmal nicht. Und ihr seht, das Ding verbindet sich erstmal natürlich nicht mit dem Nachbarblock hier, weil es macht ja keinen Sinn, aus einer Batterie was rauszunehmen. Das Ganze kann man jetzt auch nochmal machen, indem man das so ein bisschen erzwingt, dass das sich da verbindet, indem man das da drauf macht. Seht ihr, das ist dann einfach irgendwie da von da nach da. Aber auch das macht natürlich relativ wenig Sinn, denn es ist ja eine Batterie, da gehen ja keine Stücke rein. Aber was ihr jetzt hier schon seht, ist, diese Kabel hier, die kreuzen sich und es gibt aber keine Probleme. Und wir können das Ganze jetzt noch ein bisschen erweitern, damit das Ganze auch Sinn macht. Wir verbinden jetzt mal diese Batterie da hinten, hier diese Vibrant Capacitor Bank, mit dem Painter. Und ihr seht, innerhalb des gleichen Blockes, also hier sind zwei Leitungen drin, hier sind sogar drei Leitungen, die sich kreuzen drin. Das funktioniert alles sehr schön. Jetzt muss man hier natürlich hier noch sagen, dass man hier also Insert gerne hätte und dass das natürlich dann hier die Extract, ja gut, das ist es dann irgendwie, müssen wir aber Active machen. So, das heißt, der Painter hat jetzt Strom, klar. Und ja, da habe ich schon was drin, habt ihr gesehen, werden wir gleich zu kommen. Auf jeden Fall ist es ja so, dass man solche Dinge dann häufig irgendwie versucht, in irgendwelchen Wänden zu verstecken. Das ist überhaupt nicht meine Meinung. Ich finde die ganz ungünstig, die Meinung, aber das ist eine Frage des Designs. Also ich mag es gerne, wenn die Kabel offen liegen, damit man auch sieht, was von wo nach wo geht und wo Probleme sind oder sich wie Hühner verstecken oder sowas. Aber es gibt Leute, die sehen das anders. Und folglicherweise machen wir das jetzt mal eben wegen dem Painter. Da meinte der Kollege ja hier, man müsste das noch mal kurz vorführen. Und zwar gibt es solche Conduit-Fassaden. Ja? Die kann man also kräften, die aus diesen beiden Dingern da irgendwie, das ist ganz einfach im Grunde genommen. Und wenn man die jetzt mal hier reinsteckt, dann werden die natürlich von dem Painter, sagen wir hier, zu so einem TNT. Ist natürlich kein TNT, sieht halt nur so aus. Ja, gucken, ob wir noch was anderes davon hinkriegen. Aber hier können wir auch mal, ja, ich weiß, sagen wir jetzt irgendwie den mal hier raus tun. Ja, das mag er jetzt nicht. Wie soll man das nochmal auswählen? Eine Tür geht auch nicht. Das haben wir irgendwie nichts Ordentliches. Oh, mal gucken, ob der nimmt er auch nicht. Also immer so, na doch, guck mal, jetzt sieht er aus wie so ein Painter. Na gut, schauen wir mal. Also wird dann gleich so aussehen. Ja, ist ja gut, wir brauchen nur einen davon. So, jetzt haben wir einen, ja, dann nehmen wir den auch noch mit. Wir sind ja gar nicht so. Okay, jetzt haben wir also zwei angestrichene Dinge. Ihr seht, also die haben solche so Punkte um sich herum. Die sind also nicht so wirkliche Blöcke. Und wenn man den jetzt mal zum Beispiel hier hinstellt, einfach mitten auch noch dazu, wenn man einfach draufklickt, dann ist das Ding dann da. Ja, das macht jetzt keinen großen Sinn, ist schon klar. Und wenn man das wieder abhauen will, dann geht das, dann bleiben die Kabel heile. Ja, oder kann das TNT hier hinten hinstellen, zupp, oder auch da, dann hat man das, die Kabel sind dann weg. Ja, man kann die Kabel, also jetzt sagen wir, unter ihrem Teppichboden verschwinden lassen. Das ist dann weniger das Problem. Da hinten kann man es wieder aufmachen, aber wir gucken, da kommt das Kabel raus. Ne? Und auf die Art und Weise sind die Kabel dann weg. Ja, aber man sieht natürlich dann auch nicht mehr, was ist denn jetzt Sache hier, wenn da mal irgendwie mal so ein Elektriker kommen muss oder einer vom Gas, Wasser, ja, dann muss der erstmal alles weghauen, um zu sehen, wo sind denn die Kabel. Das ist wie gesagt Geschmackssache, aber ich wollte euch das natürlich nicht vorenthalten, zumal der Zuschauer ja auch meinte, ja, hi, lass das mal, da fehlt jetzt irgendwie was und so. Also das haben wir jetzt ergänzt und was auch sehr wichtig ist, wie gesagt, ihr könnt diese Ender-IO-Kabel hier durcheinander machen. Wobei man auch sagen muss an der Stelle, das ist servermäßig nicht unbedingt super toll, ja, weil an der Stelle müssen ja jetzt, je nachdem, was hier alle durchgeleitet wird, für den Block entsprechend natürlich mehr Berechnungen durchgeführt werden.
Ja, und das ist natürlich, wenn man das in großem Stil macht, nicht so super gut für den Server. Aber was soll's, es geht auf jeden Fall, wollte ich euch gezeigt haben. Also like dieses Video, wenn ihr das gut gefunden habt. Wir kommen also zu diesen NDRO-Geschichten und solchen anderen Sachen kommen wir also auch noch mal im Laufe der Zeit, das werden wir alles machen. Abonniert also den Kanal, damit ihr das mitkriegt, wenn es rauskommt und natürlich auch alle anderen Sachen, die dann immer kommen. Wenn ihr Lust habt, schaut doch Wiki vorbei. Wiki, ne? Also einfach hier irgendwie unten in der Videobeschreibung ist das drin, verlinkt. Und ja, dann ist natürlich so, könnt ihr auch gerne mal auf dem einen oder anderen Server vorbeikommen. Ja, kann man sich da irgendwo treffen, nur auf Kaffee oder sowas. Na, wie auch immer, okay. Ich wünsche euch was, bis dann, ciao.